Es ist top für dich. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Thank you.
Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Simon, ruft sie. Simon, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still! Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. Hässlich! 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 Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Ah!
Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Meine Little Sister, das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Nur du und ich und all das leckere Adam, das ich dir. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh! Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum. Hier, es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Es wird kein Zucker schlecken. Aber nur so kommst du an die Little Sisters ran und an das Adam, das sie bei sich tragen.
wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Wind und freie Menschen. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln.